Gianmarco Marinello hat in Nairobi ein Nachdiplomstudium in sozialer Innovation absolviert und ist hier geblieben. In den Slums kämpfen die Menschen täglich ums Überleben. Hier im Slum Matare hat der Zürcher geforscht. Er fand es ungerecht, dass viele Kinder keine Zukunft haben. Mit diesen Jugendlichen, alles ehemalige Straßenkinder, suchte er nach einer einträglichen Geschäftsidee. You know, like they normally take like the younger boys to go and sell drugs. That was one of the opportunities that we had. Another opportunity was like just to get into gangs and start stealing from people. Bis vor kurzem hat Kismart als Händler gestohlener Waren sein Geld verdient. Damit hat er auch seine Wohnung bezahlt. So, welcome guys. This is my house. This is my bedroom, sitting room, dining, kitchen. Yeah. If you don't have like a permanent job, you can't leave the slum. You'll go and always come back. So you need to be stable, also financially, because you know when you move out of a slum, you are going to start a new life. Seit einem Jahr haben er und seine Kollegen erstmals ein geregeltes Einkommen. Ihre Geschäftsidee: Sie nutzen etwas, was Sie im Übermaß haben. Weil sie so viel erlebt haben auf der Straße, sie haben so viel zu erzählen, so eine faszinierende Lebensgeschichte. Und sie wissen auch ganz genau, wie die Stadt funktioniert. Sie kennen jede Ecke, jedes Geheimnis. Und sie sind selber unternehmerisch tätig in der Stadt, auch wenn es kriminell war. Und das muss die Welt wissen. So entstanden die Stadttouren Nainami. Es bedeutet Nairobi mit mir. Die speziellen Touristentouren kommen gut an. Rund 28 Franken zahlt jeder Teilnehmer. Im Einzelgespräch erzählen die Jugendlichen an den Schauplätzen im Stadtzentrum von ihren Erlebnissen auf der Straße. The entire area, this was my home and I used to live I used to sleep on the other side and we also had like two homes. It was there and there at the roundabout. 3 Stunden dauert die Tour und gibt Einblicke in ein Stadtviertel, wo Touristen kaum hinkommen. Die ehemaligen Straßenkinder erzählen auch von ihrer kriminellen Vergangenheit. I used to snatch from there. And when they tried to follow me and when I see it is a crowd, I used to enter inside the river. Yeah. After entering into the river, I used to enter into that tunnel. Das Gesetz der Straße kann brutal sein. Diebe werden oft von einer aufgebrachten Menge gelyncht. Brembe wurde hier erwischt und schildert seine erschütternde Geschichte. So this is the place where I was brought after I stole from the estate. I was brought here for, it's like they call it the justice place, where they burn thieves. So I was brought here and they beat me up. They wanted to burn me, but a woman just saved me. Yeah, but this is the place. And what happened to your friend? My friend was burned. My friend was burned alive while I was there. Dieses Leben hat Kismart hinter sich gelassen. Er und seine Kollegen hoffen nun, mit Nainami auch anderen Jugendlichen einen Weg zu weisen.